Servus Leute, heute gibt's ein Asteroidenfeld zum Angucken, das hoffentlich besser funktioniert als das erste, das ich mal untersucht habe. Hoppala, falsche Taste. Moment. Bevor ich aber da runter renne, Inventar. Oh jo, ein paar habe ich. Muss ich mir erstmal. Wo waren denn die? Diese Nano-Raps noch machen. Gibt's die hier nicht? Doch, gibt's. Wieso kosten die jetzt 150? Achso, ich kann die für 150 verkaufen, oder was? Ich hab gedacht, achso, okay. Ah, 200 dürften doch erstmal reichen, oder? Naja, 193. Hab keine Kohle mehr. Ich hab doch irgendwo welche reingestopft. Da sind sie. Aber mal noch 40 da rein. 50. So. Nein. Ich wollte nicht an die Kiste, ich wollte hier dran. So. Jetzt kann ich auf das Asteroidenfeld. Beam down. Tschüss Hund. Irgendwann kriegst du mal wieder einen Ball. Ja, sieht gut aus. Hammermäßig. Hier gibt's gar nichts. Was sind das für blöde Asteroidenfelder, hey? Hallo? Ich zeichne mir einen Weg nach unten. Hier gibt's nichts. Also die Asteroidenfelder sind ja mal wirklich der Hammer. Moment. Ah ja. Da ist einer. Hüpf. Verdammt. Au. Nein, ist mir zu blöd. Also, Asteroidenfelder sind wohl irgendwie für den Arsch. Gut. Weg hier. Dann nehme ich... Nee. Ocean habe ich jetzt genug gehabt. Ich habe gesagt, ich habe genug Ocean gehabt. Was ist das? Arid. Und Cantland. Ach, ich nehme den hier. So, was gibt's zu erzählen? Ja. Mein PC läuft wieder gescheit. Nachdem ich jetzt vor 2 Tagen mal den Rechner anschalten wollte und auf einmal kam CPU-Fan-Error. Ganz super toll. Habe ich ihn mal aufgemacht und reingeguckt. War leicht staubig. Ich meine, ich habe den seit 2009 und eigentlich nichts dran gemacht. Ja, dann habe ich mal den Lüfter auseinandergeschraubt. Komplett. Sauber gemacht. Und ich weiß ja nicht, aber geht das Kettenfett für Fahrradketten, damit der Dinger geschmiert ist? Keine Ahnung, hab's einfach mal ausprobiert. Mal gucken, wann er platzt. So. Ah ne, warte mal. Den hab ich schon. Jupp. Und tschüss. Dann war mein Handy noch kaputt. Das habe ich zurückgekriegt. Es hat sich direkt mal die neue Trendfarbe anscheinend, die jetzt 2016 kommen soll, ausgesucht als Hintergrund. Es ist nämlich in Brombeere. Und die Brombeere, die konnte ich gleich mal wunderbar bestaunen. Zumindest als Lippenstift beim letzten Karnevalsumzug, wo die ganzen Kiddies mit diesem Zeug auf der in der Fresse rumgelaufen sind. Und da muss ich echt sagen, ja, mich wundert's nicht, dass die für was gehalten werden, was sie nicht sein wollen.
so wie die sich da in Fasching anziehen. Vor allem sehen sie alle gleich aus. Hä? Wieso? Ach so, weil da eine Tür ist. Und okay, der Hund ist aggressive. Der auch. Der auch. Wo bin ich hier jetzt? Wie komme ich da hoch? Ich weiß wie. Na toll, danke. Sag mal, noch höher oder was? Nun sind sie alle weg. Naja, kann ja mal passieren. Hab ich die jetzt eigentlich runtergeschubst oder? Naja, auf jeden Fall haben die alle ziemlich ähnlich ausgesehen. Warum ich das sag? Weil das war ESB so an dem ganzen Umzug. Irgendwann eine hinter mir gestanden hat und geflennt hat, dass ihr Freund auf einmal eine andere im Arm hat und überhaupt. Da habe ich mir gedacht, jo, der hat nur keinen Bock mehr gehabt zu suchen und hat einfach gedacht, die sehen eh alle gleich aus. Kann ich auch irgendeine andere nehmen. Was? Scorched Core? Ist das wieder so ein Flammending? Ah ja. Weiß ja nicht, das ist doch langweilig, wenn alle gleich aussehen. Und verwirrt wohl anscheinend auch den einen oder anderen. Nein! Verdammt. Die treffen mit ihrem Zeug auch noch. Ach, guck mal, die pennen hier alle. Bei offenen Türen. So, da wird es doch gleich wärmer hier. Was habe ich noch? Genau. Never Alone muss ich noch eine Eule finden. Deswegen kam da jetzt auch kein Video. Und wenn ich sie dann endlich mal gefunden habe, dann werde ich wahrscheinlich das alles, also die ganzen Kultureinblick-Dinger, einfach hintereinander schnippeln und ohne Gelaber einfach mal hochladen, damit die komplett sind. Und bei der Gelegenheit, wenn ich dann diese komische Eule gefunden habe, mache ich dann gleich auch noch die Foxtails fertig. Hoffentlich mit direkt allen Eulen gleich gefunden. Weil die haben ja nochmal Kultureinblicke. Hm, 60 Pixel. Da kann ja. Oh, ich sollte mal noch ein bisschen Zeug sammeln, damit ich hier wieder hochkomme. Was? Und mein neues Let's Play kann ich ja direkt. Also, das mache ich jetzt hier nach. Nachdem ich hier fertig bin mit Starbound spielen. Werde ich das gleich mal noch aufnehmen. Mal gucken, wie das so klappt. Mit einem Rechner mit Kettenfettventilator. Dann schaue ich mal, so wie das Grafik und so grafiktechnisch aussieht. Vielleicht klappt das. Wieso ist hier so flach? Ach so. Aha. Oh, ups, warte mal. Was habe ich denn hier für ein Zeug, dass ich hier rumlatschen kann, ohne dass die da rummotzen? Mhm. Der hat wieder die Tür hinter mir zugehauen. Moment, das sind ja alles Avianer. Hoppala, gar nicht erkannt. Hey, chirp, chirp, ich meine Servus. Mhm. Keine Geschichte. So, haben die hier nichts zu lesen? Nice Outfit. Ich habe gedacht, du bist der Typ, der hier das Zeug verkauft. Guck mal, ich bin so nass, ich habe sogar eine Taucherbrille auf. Klingt irgendwie falsch. Pillar of Books. Traurig nicht. Fang dich. I'm being chased. Someone help me. Doch gar nichts gemacht. Hey, der will jetzt echt auf mich schießen. Weil ich den mit dem Insektennetz gehauen hab. Habt ihr einen Vogel? Ihr Vögel.
So, komm doch hoch. Was geht mit denen hier? Ach, jetzt rennen alle weg. Oh nein, der Typ mit dem Netz ist da. Mutti, der Mann mit dem Netz ist da. Aha. Verdammt. Wow, hier sind ja ziemlich viele Wachen. Wo bin ich denn jetzt da gerade aufgestanden? Nein, ich will runter. Ich will hier weg. Ah, mach die Tür auf. Na. Gehen die Dinger hier eigentlich auch kaputt, wenn ich da drauf hau mit dem Netz? Nein. Na toll. Komisches Dorf hier. Hey, der Typ hat ein Netz. Lass uns wegrennen. Hier sind sie wieder normal. Naja, normal. Rennen hier auf dem Friedhof rum. Müssen wohl Raben sein oder Gothvögel. Guck mal, der setzt sich sogar hin. Alter, was geht denn hier ab? Sprechblasen-Inception. Ja, dann zeig ich mal her. Ja, dann zeig mal deinen blöden Store. Wo willst denn du hin? Da oben? Ach. Verrückter Vogel. Kakadu oder so. Weiß nicht. Bin ich doch verarschen hier. So. Mein Kampfmesser raus hier. Verrücktes Dorf. Das verrückteste, wo ich bis jetzt gewesen bin. Ah, schon wieder so ein blöder Hund. Ah, es hat sogar geklappt. Cool. Oh, Kiste fast übersehen. Was sind das? Der hat auch Eis, oder? Jo. Und kein Special. Vor allem, ich muss ja noch irgendwie mehr. Ich muss ja hier nicht nur ein Dorf, ein Haus bauen, ich muss ja ein ganzes Dorf gleich noch bauen. Was ist denn dies? A Music Box. 27. Ein Sniper-Rifle mit Grenade Launcher. Also, das ist ein komischer Sniper. Weil man kann für diese Leute, die man da spawnen kann, dann. Dann. Nämlich Aufträge erfüllen, also Quests. Und wenn man genug Quests für die erfüllt hat, dann kommen die mit auf mein Schiff und dann sind die als Arzt und so ein Zeugs dann da und helfen mir dann beim Erforschen. Vielleicht ist da auch einer dabei, der weiß, wo so ein Piratengedönse ist. Oder so ein Gefängnis. Ich war zwar schon in so einem Gefängnis, aber pff, ich nehme ja nicht gleich alles mit, was da drinnen steht. Dummerweise hätte ich es vielleicht tun sollen. Upsi, hab das kleine Viech mit umgenietzt. Hä? Umgenietzt. Mal wieder so ein vermöglichbares Wort. Oh, leicht knochig hier. Aber ich schau ein Dry Plant. Oder Arid, besser gesagt. Ui. Der war knapp. Das hätte wehgetan. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger mich überhaupt angreifen. Ich bin noch so geschädigt von dem anderen Planet, wo die Viecher immer angegriffen haben. Ah. Er macht aber keinen Dritt. Dass man weiß, dass er aggressiv ist. Voll fies. Mäh. Ich hüpfe da jetzt nicht irgendwo in der Höhle rum. Ich krieg meine Ressourcen ja zum Glück auch durch die ganzen Kisten. Ah, Speere. Hey, Typ. Komm mal runter. Zack. Hey. Dem sein komischer Riesenspeer hat mehr Reichweite als meiner. Hey. Hey. Wie geht denn das? Der haut mich da mit so einem Speer und ich krieg einen Assault Rifle raus. Hm. Nö. Habe ich immer noch Besseres.
Yay, Diamant. Ich muss schon wieder fast mein Inventar leer machen. Naja, Haufen Nano-Wraps. Bandagen meine ich. Nano-Wraps. Wie viel Kohle habe ich denn? Yay, ich könnte 19 Stück machen. Nein. Ah, Titanium nehme ich mit. Upsi. Nein. Ah. Drückt zu viel, zu schnell und überhaupt. So. Lass mich raus hier. Jetzt. Die Tür war klemmig. Kann man nicht. Da ist eine Kiste, oder? Nein. Das hat nur wegen der Bewegung so ausgesehen. Aber hier ist eine Kiste. Oder ist das die... Ah, ich bin schon um den Planet rum. Hi. War es da eigentlich mal Nacht irgendwie? Oder bin ich jetzt halt so schnell um den Planeten gerannt, dass ich immer der Sonne hinterher bin? Okidoki. Oh. Ich sehe gerade, meine Lebensenergie ist ein bisschen kaputt. Und die Dinger hier muss ich auch noch ein Regal oder so bauen. Ich frage mich aber, warum ich nur von diesem Haifisch-Teil diese Trophäe gekriegt habe. Muss man die eine bestimmte Anzahl von Malen killen oder so, damit die da rauskommen? Gibt es da irgendwie so eine Enzyklopädie oder so, die mir sagt, du hast dieses Viech jetzt so und so viel mal gekillt und damit dann erforscht, oder wie muss ich das verstehen? Weil wenn, dann will ich noch ein paar andere Viecher haben als immer nur diesen Hai. Nee, auf dem Mond will ich jetzt nicht. Ich habe ja noch ganze 155, ne? Schon wieder. Na dann nehme ich halt einfach den hier. Kann ich da eigentlich... Schade. Wenn er fliegt, geht das nicht. Da kann ich dann nicht gucken. So während dem Flug dahin, so nach dem Motto, oh, ich gucke jetzt mal nach, ob der Planet mir überhaupt gefällt oder so. Nachdem ich einfach mal willelos hingeflogen bin. Was war denn das hier eigentlich nochmal? Ach so. Ah, stimmt ja, da war ja was. Wie viel Gold habe ich denn jetzt eigentlich schon gesammelt hier durch die ganzen Kisten und so? 58. Das könnte ja sogar für die Pixelpresse reichen, aber jetzt fehlt mir die Kohle. Hä, hatte ich nicht noch mehr? Wieso habe ich das Erchios Fuel eigentlich noch im Inventar? Ups. So, Moment. Erstmal gucken. Wie viel kostet das Teil? Pixelkompressor. So, ich brauche gar keine Kohle. Okay. Dann müsste ich ja bloß das hier mitnehmen. Da reinstopfen. Glück kostet das auch keine Kohle. So, reicht. Titanium-Panel. Super geil. Pixelkompressor. Und die stelle ich. Ich stelle sie einfach mal da. In mein Cockpit rein. Ah, du kannst doch umdrehen. Ah, stimmt ja, ich habe ja noch ein Aquarium. Was ich ja noch irgendwann mal mitgenommen habe. Da die Fernseher hier nicht funktionieren, hier ans Bett. Das leise Geblubber wiegt mich in den Schlaf.
Und das Geplätscher der Filteranlage bringt mich dazu, dass ich nachts raus muss und pisse. Na hopp! Nicht rumlegge hier. Es verhagelt mir nur wieder die Aufnahme. Hagelt! Hä? Der hat ein Loch im Dach. Ich laufe irgendwie in die falsche Richtung. Ich glaube, nach da ist es. Ich höre nämlich hier ein Labor. Toll. Jetzt stelle ich mir ein Aquarium nebens Bett, weil ich keinen Fernseher habe. Und was kommt hier? Eine Glotze. Aber die ist kaputt. Die will ich nicht. Die geht nicht an. Schon wieder so ein Haiviech. Ha! Labor. Optisch gründen. Kenne ich das schon? Nein, kenne ich nicht. Aha, der alte Freund Grünfinger. Und sein großer Bruder ist der grüne Daumen, oder was? Schade, steht da nicht. So, machen wir mal Strom an. Gucken hier noch durch die ganzen Regale. Was haben die hier noch? Mist, das habe ich doch. Aha, hier fliegen wieder die Predator-Drohnen rum. So, habe aber keine Lust jetzt hier durch das ganze Labor wieder durchzuhupfen. Ich suche etwas anderes. Und da die Nanoraps nicht auf Bäumen wachsen und ewig viele Pixel fressen, wo wir wobei mir gerade einfällt, ich hätte direkt mal den 1000er und jetzt inzwischen schon 2000 mal wunderbar gleich mal pressen können. Egal. Komm. Ha. Dann bockt mich das Sterben auch nicht mehr so viel. Bei 19.000 oder was ich schon gehabt habe. Da hat man einen ziemlich großen Verlust. Na, das Carpaccio fliegt mal wieder wie wild durch die Gegend, weil es nicht weiß, wo es hin will. In mein Inventar, Mann. Ach gut, ist gar nicht so steil, wie ich gedacht habe. Hä? Hallo, Landmasse. Die sich komisch aufbaut. Was ist jetzt kaputt? Hm. Hey, eine Hütte. Eine halbe. Was zum Geier ist hier jetzt gerade los? Das war aber ein kaputter Planet hier. Der hat ja sogar Alien Plant Life hier. Glow Fiber. Und ist das. Oh oh. Ist das wieder die leuchtende Erde? Jo. Cool. Hey, komm her. Du bist doch bestimmt aggressiv. Ah, da läuft auch noch so ein komisches gelbes Seifenblasenmonster rum. Die dieses fette Viech da, was ich gerade gekillt habe, ausspuckt. Wenn man es nicht vorher killt. Servus. Gehen sie weg. Sieht irgendwie echt cool aus so, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ich glaube, ich habe mal gesagt, ja, ich mache mir da ein Leuchtezimmer draus. Was ist das hier? Ah, einfach nur Glowfiber. Ich hab gedacht, das wäre was anderes, weil es blau ist. Hätte ja dann Bluefiber heißen können oder so. Bluefire, die Achterbahn im Europapark. Ach komm, wenn ich die Kacke jetzt eh schon da hab. Glow Bush Lamp Blueprint. Hm. Ja,
Dann habe ich ja wenigstens mal eine Verwendung für das Low-Fiber. Was ist denn das? Ja. Sieht interessant aus. Ich habe ein Kaugummi auf dem Kopf. Und ich kann gerade noch so durchgucken, so wie es aussieht. Zumindest sieht man die Augen noch da drin. Nur hat mein Charakter jetzt irgendwie seinen Schnabel verloren. Ah, diese komischen kleinen gelben Rumlauf-Blubberblasenteile verwirren mich. Ich denke die ganze Zeit, ich kann da irgendwas einsammeln. Weil da. Weil es auf dem Boden rumliegt. Komm ich nicht rein? Komm ich rein? Ach so, ich hab gedacht, da geht's jetzt halt was weiß ich wie tief runter. Ist einfach nur ein größeres Loch. Ah, schon wieder so ein fettes Viech. Yay! Hä? Wo ist er denn? Da ist. Static Cell. Oh, ich habe mein ganzes Gold mitgenommen. Was man damit macht, weiß ich auch noch nicht. Naja, zum Glück bin ich ja nicht in dem Modus, wo man alles verliert. Das wäre nämlich richtig blöd. Wenn ich jetzt das Gold mitgenommen hätte und abkratzen würde. Hätte ich es auch machen können, aber ist irgendwie fürs Let's Play doof. Ich dachte, das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ich habe gedacht, das wäre irgendwas. So wie ich die ganze Zeit denke, da ist irgendwas. So wie hier. Da ist plötzlich Land. Hey, eine Kiste. Die hätte ich nie gesehen, wenn ich jetzt halt nicht hier diese komischen Grafikdinger hätte. Wieder so eine Alien Chest. Wow. Ach, das ist gar keine Alien Chest. Aber die klingt so eklig wie die. Das ist eine Glow Chest. Cool, habe ich noch nicht, nehme ich mit. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe es einfach mal jetzt gemacht. Nein, da will ich nicht runterfallen. Und hier ist schon wieder Ende Gelände oder was? Autsch. Okay. Warten wir, bis das Gelände da ist. Aha. Bin ich jetzt schon wieder um den Planeten rum, oder was? Oder ist das ein anderes... Okay, da hat es gerade die Pflanze zersäbelt. Ist das jetzt ein anderes Labor oder ist das dasselbe? Na hopp. Nee, kann nicht sein, dass es dasselbe ist. Da ist kein Licht an. Oder irgendjemand rennt mir hinterher und macht einfach das Licht wieder aus. Wieso ging da jetzt irgendwo eine Tür auf? Die geht doch erst auf, wenn ich hier drücke. Ist da vielleicht noch einer von den Affenforschern? Tach. Na ja, wenigstens die Viecher funktionieren noch einigermaßen. Ein bisschen. Wenn sie nicht gerade irgendwo festhängen würde. Bam. Hast mich nicht kommen sehen, wa? Ging ja auch nicht. Hat sich ja auch erst alles aufgebaut. So, hier ist wieder so ein komisches... Was auch immer das ist. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ein Sendeturm? Weiß nicht. Was ist... Wieso ist hier so ein viereckiger Dinger Eis? Was soll mir das sagen? Wäre da eigentlich irgendwas gewesen, was da nicht ist, weil das Land sich erst aufbaut, wenn ich ankomme?
habe ich schon gedacht, hey, ich habe mein repariert gerechnet. Mein Rechner repariert. Und jetzt macht er so einen Käse. Oder es macht das Spiel gerade, ich weiß es nicht. Naja, egal. Wenigstens ist mein Rechner jetzt wieder leise. Nachdem ich den ganzen Staub weggepopelt habe, läuft nämlich der Ventilator wieder rund. Der brummt nicht mehr wie ein Bär im Winterschlaf. Na komm! Show me your world! You kaputter Planet! Automato. Automato baut sich das Land auf. Hä? Was ist denn das für ein komisches Haus? Mit Fisch? Okay. Oder auch nicht. Ey, die Vögel schweben, obwohl sie gar nicht fliegen. Fliegen erstmal gegen die Tür. So, hier drin ist warm. Hier gucke ich mir erstmal was zu futtern. Und würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit einem sich aufbauenden Planeten. Oder was auch immer das hier ist. Komischer Eisplanet auf jeden Fall. Naja. Dann werde ich da mal mir gleich noch ein Steak reinfetzen. Und dann habe ich mir da volle Lebensenergie. Und dann geht's weiter. Aber erst halt, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann!